Willkommen zurück in Iron Island Island, das sich mittlerweile wunderbar auf der bespielbaren Karte ausgebreitet hat. Nicht nur sind wir hier oben im Nordwesten, wo auch unsere Heimat ist, ansässig geworden und haben uns ausgebreitet. Nein, mittlerweile sind wir sogar schon auf der Iberischen Halbinsel. Wir sind hier unten in Syrien, wir sind hier im Heiligen Römischen Reich und wir sind natürlich hier oben in den nördlicheren Gefilden unterwegs. Überall haben wir unsere Griffel mit drinnen. Und das freut mich sehr, weil je mehr Griffel, umso besser. Das ist das Motto unseres Kaiserreichs. Wir spielen ab sofort jetzt unter dem Patchstand 1.2.1, der gestern erschienen ist. Und ich hoffe mal, dass der Spielstand jetzt nicht gleich komplett in den Binsen geht. Ich habe gestern mal mit einem anderen Spielstand nochmal reingeschaut, habe aber noch nicht das Spiel laufen gelassen. Das heißt, normalerweise sollte alles ohne Probleme funktionieren und der Spielstand sollte auch kompatibel sein zum neuen Patchstand, aber man weiß ja nie, vielleicht, dass vielleicht doch eine Mechanik oder so nicht funktioniert. Der Patch an sich, es gibt ein eigenes Video, wenn ihr Interesse habt daran. Wir haben uns den gestern mal schön angeschaut, haben den ein bisschen auseinandergenommen, haben uns die Neuheiten angeschaut, was alles so geändert worden ist. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt einen neuen Charaktereditor für das Spiel, wo man sich selber auch für den Iron Man Modus einen Charakter basteln kann. Es gibt die Möglichkeit mittlerweile, sich eine Tötungsliste anzeigen zu lassen, wer alles von dem Charakter hingerichtet worden ist bzw. getötet worden ist. Und es gibt noch eine Option, die können wir uns wahrscheinlich hier vielleicht anschauen. Ja, die gibt es hier, und zwar die Armee ankoppeln. Da kann man sich an verbündete Einheiten einfach anhängen und muss die eigenen Einheiten nicht mehr selbstständig steuern. Die müssen dafür aber im gleichen Gebiet sein. Und es gab noch ganz viele Überarbeitungen, Bugfixes und so weiter, die hier geregelt worden sind. Außerdem zum Beispiel auch hier drinnen der Bildschirm für die Dynastie wurde nochmal schön angepasst. Also ein paar so kleine Änderungen wurden noch gemacht. Und die Patchnotes sind wieder erfreulicherweise sehr, sehr lange. Gut, wir werden jetzt hier mal die Pause rausnehmen. Wie gesagt, ich hoffe, dass alles passt. Wir laufen mit unseren Truppen. Oh, die sogar hier durchfahren können. Das ist ja fantastisch. Wir können jetzt bis hier hochfahren. Wir werden hier hochlaufen, damit wir die Truppen wieder einsammeln können. Wir werden uns an dem geerbten Krieg, den wir hier von Syrien geerbt haben, nicht beteiligen, sondern wieder unseren Fokus auf unsere eigenen Ländereien legen, unter anderem auf York und auf Frankreich. Außerdem haben wir noch gesagt, wollen wir schauen, ob wir vielleicht nicht doch noch einen besseren Nachfahren bekommen, oder? Wir haben extra nochmal geheiratet, leider habe ich nicht aufgepasst und wir haben eine keusche Dame geheiratet. Wir selber sind leider homosexuell. Das ist nicht die ideale Kombination, deswegen können wir die auch nicht so wirklich verführen und haben jetzt aktuell eine 10%ige Chance nur, dass wir sie verführen und vielleicht beschlafen. Wenn das nicht klappt, dann werden wir uns nochmal scheiden lassen von ihr und vielleicht eine bessere Wahl treffen. Ich muss mal eben überlegen, wieso wir nicht mit dir weiterspielen wollten, weil er nur 2 Sterne hat. Ja, der erstgeborene Sohn wurde ja leider ermordet. Was uns eigentlich in die Karten gespielt hat, weil wir ja sowieso mit ihm weiterspielen wollten. Aber da er jetzt leider auch nur 2 Sternchen bekommen hat, naja. Wir müssen mal schauen, ob wir überhaupt weiterspielen. Also da ist ja noch nichts entschieden. Ich werde das einfach mal spontan entscheiden, sobald wir hier oben die Insel erfolgreich eingenommen haben. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir York und Frankreich angreifen. Wir haben hier oben noch Söldnertruppen, die ablaufen. Die können ruhig ablaufen, ist kein Problem. Und wir haben hier oben eine neue Meldung. Die rote 12 jetzt hier oben zeigt uns an, was es an neuen Meldungen gibt. Jetzt steht nur noch 0, weil wir alle schon angeschaut haben. Eine schöne Sache, die auch mit dem neuen Patch gekommen ist. Und wo man eigentlich, ne, wenn man die sagt, ich bin ja jemand, der die immer sehr ungern wegklickt mit rechts, weil ich immer meine, ich verpasse dann irgendwas. Und wenn du so jemand bist, der die ganze Liste hier immer stehen lässt, dann ist die Zahl hier oben immer ganz nett, wenn man dann Meldung bekommt, dass was Neues hinzugekommen ist. Gut, wir können noch Vasallen übertragen. Das können wir doch ganz gern machen.
Wir schmeißen die jetzt mal rüber. So. Dann sind die Leute wieder etwas glücklicher auch. Und dann schauen wir mal nach Frankreich und schauen, wie da so der Stand ist. Momentan hat Frankreich einen Krieg, verteidigt sich gegen Herzog Gelduin. Unabhängigkeitskrieg hier unten offenbar. Okay. Das spielt uns ganz gut in die Karten. Weil er dadurch ein bisschen weniger Truppen hat. Aber er hat ja sowieso nichts mehr. Wenn ich hier hoch gucke, wir haben 22.000 Truppen. Ja, da kann er uns eigentlich nichts mehr machen. Wir müssen jetzt einmal nur noch warten, bis unsere Truppen zu Hause ankommen. Hier oben ankommen, damit wir die auflösen können. Und dann werden wir mal Frankreich den Krieg erklären und schauen, was da geht. Meisterhafte Worte. Da ich in den Künsten der Diplomatie bewandert bin, ja, kann man so sagen eigentlich, dass wir einigermaßen gut in Diplomatie sind. Weiß ich um die Macht eines wortgewandt vorgetragenen Kompliments. Bewunderung für die Vorzüge seines Gegenübers zum Ausdruck zu bringen, ist der beste Weg in ihr Herz. Ihren ungebrochenen Geist. Oh, zornig ist sie. Frömmigkeit. Wäre vielleicht was, weil sie keusch ist. Atemberaubende Schönheit. Na komm, dann mach mal atemberaubende Schönheit. Sie ist wunderschön. Also wenn das nicht funktioniert hier. Das Komplott würde dann erwachendes Interesse erhalten. 15% mehr Chance. Sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt bei 25%. Wow. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir es doch noch, sie zu beschlafen. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, oder? Ja, sie ist 41 Jahre alt. Also die Zeit verrinnt. Leider aber. Okay. Ich finde es ja toll, dass unsere Schiffe hier schön durchfahren können. So. Ein vorletzter Punkt. Prestige, Stufenauswirkung 100% mehr. Das betrifft uns jetzt dahingehend, dass wir mehr weltliche Meinung haben. Ritter. Anzahl der Ritter auf 8. Wir sind ja schon auf der höchsten Ruhmstufe, sehe ich gerade. Das heißt, jetzt haben wir 16 Ritter. Habe ich das richtig gelesen jetzt, oder? Dass wir 100% mehr bekommen. Also doppelt so viel quasi. Eine Lesung in Reykjavik. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Kaiserin Lala eine Lesung vorschlug. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gerne hören würden, und ich erkenne meine Gelegenheit, Lala zu beeindrucken. Schwebende Chemie gäbe es hier. Nochmal 20%. Etwas Unterhaltsames. Etwas Frommes. Oder was uns Bildung beschert. Ha. Wir gehen auf die Unterhaltung. Der Schreiber hört gar nicht mehr auf zu lesen und die Aufmerksamkeit von Lala schwindet. Ah, sehr schade. Eieiei. Und gehemmter Umgang. Minus 15 Komplottchance. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder bei 10%. Ach, sehr enttäuscht. Die hätten wir jetzt richtig gut gebrauchen können. Naja. So, dann bringen wir euch nach Hause. Und jetzt müssen wir auch hier den nicht heirat arrangieren, Krieg anzeigen. Schön mal geheiratet, anstatt Krieg zu erklären. Natürlich. Moment. Was? Moment. Krieg anzeigen. Ach so. Ach so, der ist jetzt hier mit dabei noch, oder wie? Ach, der ist jetzt hier noch mit dabei. Leute, das ist ja super nervig. Was machen wir denn? Dann müssen wir vielleicht zuerst New York angreifen, bis das hier unten dann vorbei ist. Das ist ja sehr enttäuschend. Er selber hat eigentlich genügend Truppen, sich hier zu wehren. Ich hoffe, das kriegt er hin. Dann gehen wir erst nach York und erklären dir den Krieg hier oben. Wir können immer noch nicht vassalisieren, was sehr schade ist. Es sind aktuell 1, 2, 3, 4, 5. Der hat nur... Ach, hier oben ist... Au, hier oben ist auch noch ganz viel Zeug von York. Deswegen geht die Vassalisierung leider nicht. Das ist enttäuschend. Sehr enttäuschend jetzt.
Ansprüche Fürst Gwirat. Ein Earltum. Ja, wir müssen uns leider langsam vorarbeiten. Die Jude-Herzogtum hier oben. Was wir noch machen könnten, wäre, ich glaube ja, dass die beiden hier unten die Earltum von Mercia hier unten und hier drinnen ist das Herzogtum von, nee, Herzogtum von York ist hier drin. Jarltum von Gwynedd. Ich glaube, dass wir die beiden hier unten dann auch nochmal zweimal separat machen müssen. Also vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, wenn wir mit unserem, was ist denn da los? Achso, noch nicht ausgehoben. Wenn wir mit unserem Patriarch, der wahnsinnige 8 Punkte hat, hergehen und Ansprüche fingieren. Ach, wir können mit dir. Wir können mit dir leider. Könnt ihr alle Ansprüche durchdrücken? Können wir das schon machen? Das war ein Kultureffekt, oder? Ja, hier war es. Gottes Gnadentum. Ah, ob es nicht besser wäre, jetzt den Krieg gegen York hier oben zu führen, dann später gegen Frankreich und währenddessen unser Patriarch hier schön die Ansprüche durchdrückt hier unten. 3 Stück, damit wir die auf einmal dann machen können. Ich glaube, das ist eine bessere Sache. Weil ich fürchte, wir können die beiden hier unten wieder nicht in einem Krieg dann bekommen. Und selbst wenn wir das hier oben eingenommen haben, das sind jetzt nur 2 Provinzen. Oder? Ja. 2 Provinzen, selbst dann lässt er sich noch immer nicht komplett vassalisieren. Wäre natürlich schön, wenn wir York noch komplett vassalisieren könnten, aber dafür ist er einfach noch zu groß. Leider. Gut, also, dann werden wir York jetzt angreifen und werden York den Krieg erklären. Und zwar um dieses Herzogtum hier oben. York hat nicht wirklich viel Truppen, wenn wir hier unten relativ schnell reinmarschieren, auch noch in die Hauptstadt reinmarschieren, dann klappt das schon. Oh, auch eine Neuigkeit jetzt, habt ihr gesehen? Fantastische Sache, wie ich finde. Die Einheiten werden automatisch aufgeteilt, wenn das Spiel checkt, dass wir für die komplette Einheit nicht genügend Versorgung in einer Domäne hier drin haben. Schöne Sache. Ich muss mal schauen, wie sich das so auswirkt auf die Kriegsführung, weil normalerweise laufe ich ja immer mit großen Stacks rum. Wie lange dauert das jetzt hier bei dir? 44 Tage. Laufe ich immer mit großen Stacks rum und fasse die sowieso dann zusammen. Aber vielleicht erleichtert uns das auch ein bisschen noch die Kriegsführung, dass wir gleich mal, na, wir haben jetzt die separaten Truppen gleich mal schön und die können wir schön hier reinschicken in die unterschiedlichen Regionen. So, wir gucken mal, wo unser Belagerungsgerät ist hier mit dabei. Wir können euch gleich mal hier reinschicken. Schmerzhafte Zurückweisung. Ach Mensch. Kaiserin Lala, die offenbar mit uns verwandt ist, will nichts von uns. Das heißt, sie hat damit ihr Schicksal selbst besiegelt. Wir werden uns scheiden lassen. Der Papst stimmt zu. Plus 3 Punkte. Sehr gut. Plus 3 Punkte. Wir verlieren ein bisschen Frömmigkeit jetzt. So, es tut mir leid. Und wir suchen uns eine neue Ehefrau. Eine Ehefrau mit guten Eigenschaften. Und am besten nicht keusch. Schuppig lässt sich auch vererben, offenbar. Brauchen wir sonst noch irgendwie, vielleicht Bildung, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal geguckt. 3. Wir haben aktuell Genie und Kerngesund. Und wir haben ja gesagt, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn noch wunderschön mit dabei wäre. Hübsch wäre auch okay. Treuherzig, maßvoll, geduldig. Sind halt nur in Anführungsstrichen hübsch und nicht wunderschön wie die Lala hier. Da wäre die Asa noch. Die Asa ist gesellig, faul und ehrgeizig. Müsste da noch die Religion auch wechseln. Ist 20 Jahre, sehr jung. Das heißt, da würden noch einiges an Nachfolger kommen. Maßvoll, gierig,
ehrgeizig ist die Gisela von Sachsen. Da wäre die Gisela jetzt momentan mein Favorit, hätte ich jetzt gesagt. Die Gisela wäre mein Favorit jetzt. Schlau hier, die ist 9 Jahre alt. Leider sieht man nicht vorher schon. Leider sieht man nicht vorher schon, ob wir kompatibel sind, rein beschlafungsmäßig. 6 Jahre alt. Nee, die sind alle viel zu jung jetzt hier schon. Also die Gisela von Sachsen, wenn ich sie finde, wird jetzt an den Hof geholt. Der Falke ist da etwas unentschlossen. Wir verlieren etwas Prestige, das ist kein Problem. Sie ist 33 Jahre alt, das ist auch gut. Sie ist... Oh, da ist... was ist das hier? Bisexuell. Das heißt, sie steht auch uns offen gegenüber. Aber wie es jetzt ist mit ihren Eigenschaften zum Beispiel, wie die mit unseren Eigenschaften dann zusammenpassen, steht hier leider nicht mit dabei. Aber wir probieren das jetzt einfach mal und werden die Gisela an den Hof holen. So, währenddessen bringen wir euch hier rüber. Da ist sie auch schon. Die Gisela wird dann auch gleich mal beschlafen. Da sind 3 Burgen hier drin. What? 3 Burgen sind hier drin. Okay. Na gut, dann bringen wir die 4500 hier runter. So, 2 neue Sachen. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, woran ich erkenne, was die neuen 2 Sachen sind. Das hier war neu. Ah, die haben einen ganz leichten Schimmerrahmen hier drinnen, wo sich was getan hat. Einen ganz leichten Schimmerrahmen haben die. So, hereinspaziert in die gute Stube. Wo hebt er seine Truppen aus? Hier oben vielleicht. Er läuft hier oben rum. Er wird wahrscheinlich auch hier oben belagern. Notfalls... Oh, da kommen 8000. Notfalls müssen wir dann auch noch rüber auf die andere Insel tuckern. Befehlshaber wurde befördert, ja. Rekrutiert Selbach Kreig an den Hof. Oh, fähiger Taktiker. 33 Kampfgeschick. Ja, her damit. Aber sowas von hier. Schafft diesen Unrat aus meiner Burg. Das, wieso sollte man das denn sagen, Leute? Er ist leicht reizbar, aber das ist okay. Wenn er kämpft, dann darf er auch leicht gereizt sein. Passt. So, und jetzt schauen wir uns mal die Kompatibilität an mit dir. Und ich sehe gerade, dass das hier offenbar auch verändert worden ist, dass Verführung nicht mehr in so einem Untermenü jetzt drin ist, sondern dass hier, an, so wie hier, ne, sondern dass das hier jetzt direkt angezeigt wird. weil ja, weil wir halt homosexuell sind, maßvoll mag eifrige Frohnatur nicht. Sowas wäre halt gut, wenn man das irgendwie vorher schon irgendwo gezeigt bekommt. Weil alles auswendig, die ganzen Kombinationen auswendig zu wissen, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Na gut, 65%, das ist auf alle Fälle schon mal eine gute Hausnummer. Das klappt schon irgendwie. So, jetzt kommen hier 1600. Wir werden jetzt erstmal weiter belagern. Er ist hier drin. Achso, das ist Frankreich. Naja, er wird jetzt mit dem Schiff hier rüberfahren. Und dann schauen wir mal, wie wir hier zurechtkommen. Wir müssen eventuell hier nochmal von der Belagerung dann Truppen abziehen. Loyalität oder Angst? Großzügiger Lehnsherr. Oder Schrecken. Wie sieht es denn aus? Schrecken ist aktuell bei 32 nur noch. Wir sind beliebt wie kein weiterer. Das heißt, wir gehen jetzt in den Schrecken. Und holen uns hier ein paar Punkte. So, wir belagern hier ein bisschen schneller durch. Das ist gut. Der Bildschirm für die Schlachten wurde übrigens auch ein bisschen angepasst. Nur leicht überarbeitet. Bisschen verschoben die ganzen Einstellungen oder Darstellungen. Genau. So, die Hauptstadt ist durch. Dann helfen wir dir gleich mal bei der Belagerung hier. Mit unseren... Sind das mittlerweile Mangonellen? Ja. Da ich in den Künsten der Diplomatie bewandert bin, ja, können wir sie wieder bezirzen.
bestimmtes, beeindruckendes Auftreten, Spontanität und Lebenskraft. Wieso geht's ihr denn so schlecht? Ab 30 oder was? Ist es nur noch in Ordnung? Was ist denn da los? Antriebskraft und Lust am Leben, ungebrochener Geist. Ich hätte jetzt gesagt, ehrgeizig vielleicht mit der Antriebskraft und Lust am Leben. Sehr gut. Das ist echt immer so eine Glückssache. 80%. Passt. So, hier unten wird belagert. Wo hat er seine Truppen jetzt hingetuckert? Der ist hier unten. Wieso läuft er hier unten rum? Ist York noch im Krieg mit dabei? Ah, York hat ganz viele Kriege. Aber eigentlich nur zwei Bauernaufstände. Wieso ist der hier unten? Wieso läuft der hier unten herum? Das ist etwas seltsam. Ach, das ist gar nicht York, Mensch. Das ist ja hier... Das ist ja der andere Krieg. Das dachte ich schon. Da ist er. 1300, 1600. Jetzt sind wir beieinander. Okay, jetzt passt wieder alles. Sowas. Naja, das kann im Eifer des Gefechts schon mal passieren, dass man hier Sachen übersieht. So, dann reinspaziert hier. Wir sind bei 40%. Eine Lesung. Wir probieren es nochmal. Also, Bildung ist wahrscheinlich schlecht für die gute Dame. Unterhaltung oder etwas Frommes. Ja, sie hat eigentlich eine Tugend, ne? Wir nehmen mal etwas Frommes aus der Heiligen Schrift. Ah, sie ist wie gebannt. Ah, sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt bei 95%. Wunderbar. Passt perfekt. Wir können hier das Belagerungsgerät vielleicht gleich noch hier runterbringen. Dann können die hier unten noch weitermachen. So, da unten sind Bauern. Bauernaufstand. Aber welcher Bauernaufstand ist das hier? Na gut, der wird auf alle Fälle schon mal entfernt jetzt hier. Das ist schon mal gut. Dann, du bist fertig. Wir schicken dich noch zur Verstärkung hoch. Und wenn jetzt das nicht reichen sollte... Oh, ein Anspruch durchdrücken für 96 Gold. Sehr gern. Dann schicken wir ihn gleich mal weiter. Sollte das nicht reichen, dann müssen wir noch nach Osten fahren. Und dort eventuell noch das eine oder andere belagern. Die Dienstboten wurden entlassen und unser Bett ist prächtig dekoriert. Als Kaiserin Gisela unsere Gemächer betritt, lächelt sie verschmitzt, bevor sie ohne Zögern zu mir kommt. Sehr gut. Also, wir haben sie beschlafen und schauen mal, ob ein guter Erbe dabei herauskommt. Aber wenn wir die drei jetzt noch haben und er jetzt nicht großartig noch was anderes belagert, dann sollte es das gewesen sein. König Herald hat in Wyschrath einen Kriegerorden gegründet. Sein Name Deutschkriegerorden. Und unsere Ehefrau ist schwanger. Wunderbar. Gut, dass es im Mittelalter noch relativ wenig Verhütung gibt. Sonst wäre die Wahrscheinlichkeit nochmal etwas geringer. 86% hier oben. Das eine noch... Oh, und da haben wir 100 und wir haben die Tröte gehört. Die habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, seit dem neuen Patch. Die wurde geändert. Wenn du 100% erreichst, dann kommt die Tröte. Und die Tröte hört sich ein bisschen an wie, keine Ahnung, ein abgestorbener Furz des, keine Ahnung, des Hirsches. Sehr seltsam war das jetzt hier. Also ganz irgendwie langweilig. Da muss nochmal ein bisschen nachgebessert werden. Da hatte der Bläser hatte nicht wirklich Lust, zum Sieg zu blasen. Sowas. Da muss die Motivation noch ein bisschen stärker werden. Auf alle Fälle. So, wir bringen euch nach Hause. Okay. Dann. Oh, Suffolk ist hier unten unabhängig geworden. Sie haben es tatsächlich geschafft jetzt.
Und jetzt können wir mal schauen. Ah, die wollen natürlich annehmen. Wir werden die gleich mal schön wegvasalisieren jetzt. Damit Frankreich die gar nicht mehr wiederbekommt. Und wir sind bei 50%. Und bei 25 Minuten schon, sehe ich gerade. 50%. Bevor wir dann Frankreich den Krieg erklären können. Gut. Ich werde mal in der Zwischenzeit noch kurz schauen, vielleicht, dass wir hier, ne, während wir darauf warten, dass Frankreich dann wieder angreifbar ist, werden wir mal schauen, ob wir hier oben vielleicht noch Norwegen oder so angreifen können, um uns noch das ein oder andere Plätzchen zu sichern. Genau. Alles andere lassen wir erstmal. Wir wollen jetzt hier nicht mehr großartig uns ausbreiten. Aber hier oben haben wir doch schon relativ viel Land gut gemacht. Wenn wir da noch ein Stückchen von Norwegen abknabbern oder so, dann ja, hätte ich da auch nichts dagegen.